So, hallo, wir machen weiter mit kratziger Stimme und Metroid Dread. Letztes Mal haben wir uns die Storm Missiles geholt. Wir sind hier in Ferenia unterwegs und ich denke, heute kommen wir hier hin zu der Zentraleinheit und machen den Emmy kaputt, der mich letztes Mal schon auch ziemlich aufgeregt hat. Vielleicht aber auch noch nicht, wir werden sehen, weil vielleicht muss man da auch von der anderen Seite rankommen. Es kann sein, dass der noch warten muss, wenn ich mir das hier so angucke. Und ich muss erst hier Dings können, ich muss erst hier die Kälte aushalten können. Vielleicht kommt er auch noch nicht dran, dass wir von hier dann dahin kommen. Könnte passieren, ich weiß es nicht. In jedem Fall haben wir mit den... Ja, was ist das hier? Ja, in jedem Fall haben wir mit den Storm Missiles jetzt die Möglichkeit, diese Dinger hier zu öffnen. Ah, da müssen wir... Ah, so funktionieren die... I see. Das heißt, wir müssen immer diese grünen Teile finden. Und die Teile können dann die Tür öffnen. Das heißt, wir kommen jetzt überall, wo diese grünen Dinger waren, kommen wir jetzt durch. Und wir haben sehr viele davon schon gesehen. Ich liebe das immer, wenn man erstmal jetzt wieder neues Zeug erkunden kann, theoretisch. Ja, weil dann komme ich doch jetzt... Ja, Entschuldigung. Oh Gott, Husten. Dann komme ich doch jetzt hier an die Itemkugel ran. Da komme ich doch da ran jetzt. Die kann ich mir doch straight holen. Ist zwar ein weiter Weg dahin wieder zurück, aber da müssen wir jetzt hin. Ganz klar müssen wir da jetzt hin. Wie machen wir das am schlausten? Ich muss... Ja, ich muss über dieses Emmy-Gebiet zu... Ja, okay, da bin ich ja. Ach, geh weg. Ja, ich muss über dieses Emmy-Gebiet einfach zurück. Haben wir einen anderen Weg zur Auswahl? Oh. Ja, haben wir. Haben wir. Wir gehen hier wieder hoch. Wir gehen hier wieder hoch, das ist durchaus wesentlich kürzer. So, den Weg kenne ich jetzt auch schon. Danke dafür, Aiblali. Was ist das? Was macht das Ding? Da, leck mich doch am Arsch. Oh, das hat mich paralysiert, dieser Schuss. Mist. Okay. Aber da muss ich schnell durch, das ist gar kein Problem. Das kriegen wir schnell hin. Das ist der kürzeste Weg. Nein, ah, leck mich doch am Arsch. Ich will doch nur da oben durch, meine Fresse, danke. So. Okay, weil jetzt können wir nämlich hier die Missiles aufladen. Ja, moin. Hä? Na bitte, geht doch. Jetzt kommen wir nämlich einfach hier unten durch. Und dann sind wir nämlich gleich da wieder vorne, wo ich hin will. Junge, wie viel haltet ihr komischen X-Dinger eigentlich aus? Das ist ja Wahnsinn. Oh shit! Okay, der Rückweg wird uns ein bisschen erschwert. Jetzt haben wir zwei so Chozo-Krieger. Einer reicht noch nicht. Aber ich verstehe das. Ah!
Ach, geh heim. Ah, scheiße, ich wollte flashen. Ich meine, schlau wäre es, sich erst auf einen zu konzentrieren. Na, so klappt es nicht. Und dann den anderen zu erledigen. Weil wenn einer weg ist, ist der Rest echt einfach. Aber im Moment mache ich halt beide relativ gleich. Das ist ein bisschen ungünstig. Nicht so ganz mein Ziel gewesen. Ja, der könnte jetzt langsam... Och, Mist. Genau, der hätte langsam mal draufgehen können. Den habe ich, glaube ich, öfter getroffen. Okay, wir wissen, was kommt. Ich war nicht drauf vorbereitet. Wäre natürlich cool, wenn man die jetzt auch anvisieren könnte, aber das sehe ich jetzt eher weniger, dass das funktioniert. Na, wobei. Oh, ich habe allerdings jetzt gar nicht mehr so viele... Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Missiles, das ist natürlich ungünstig. Ah, das ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Ja. Ja. Ja, moin. Wie viel willst du noch aushalten? Ja. Ah, shit. Ah, shit. Ah, nicht direkt in die Arme fliegen vielleicht. Ah, das mit den Missiles am Anfang war blöd. Ich habe jetzt nur noch 12 Stück. Das ist sehr ungünstig. Oh, shit. Oh, shit. Ah, moin. Nein, nicht dahin, nicht dahin. Ah, ja, moin. Okay. Vielleicht dann doch nicht die Missiles aufladen. Das war ein bisschen suboptimal. Kann ich das ausstellen, dass ich das auflädt? Weil dann verpulver ich mehr Missiles, als ich will. Kann ich das irgendwie ausstellen? Nein, ich kann die nur lesen. Okay. Ach, ich habe am Anfang eh nur 71. Ah, auch so daran lag's. Ja, gut. Nein. Ach Mensch. Klappt super mit dem nicht getroffen werden. Ach, geh heim. Aber mache ich mit dem Schuss normal eigentlich auch Schaden jetzt oder nicht? Ich glaube nicht. Sonst wäre es ein bisschen leichter, ne? Nein! Oh! Okay, der Kampf ist halt schwerer als der Boss. Ach, come on. Jo, aber was wäre jetzt, wenn ich unten lang gelaufen wäre? Also das Spiel will ja offenbar, dass ich so lang gehe, damit es mir das Spiel schön schwer machen kann. Aber ich hätte ja auch hier lang gehen können, oder nicht? Oder ist hier aus irgendeinem Grund zu... Ah, vielleicht kommt man durch das Wasser nicht mehr zurück, oder so. Dass der Emmy sagt, nope. Weil dann hätte ich hier hochgekonnt und hätte hier meine... Ah. Der Weg führt so oder so hier rein. Scheiße.
Okay, müssen wir da durch. Ich würde gerne meine Raketen vorher irgendwie aufladen. Hier ist ja nur Energie. Okay, aber auch die hätte ich mal vollladen können. Ja, lol. Ja, ist blöd. Jetzt kriege ich die Raketen nicht mehr voll. Na gut. Nein, ich glaube, es wäre halt wirklich gut, erst einen wegzukriegen. Ach so, der schießt drauf. Ah, ich bin doof. Ich schieße. Ja, okay. Ich treffe aber auch, wenn ich mehrere schieße. Ich denke, das kann ich schon nutzen. Dass der dann so ein bisschen auflädt. Aber ich würde jetzt wirklich erst den Helden versuchen. Weil ich denke, ja, das haut ganz gut rein, ne? Ah, ich habe... Ich war kurz abgelenkt. Nein, die ging jetzt halt komplett daneben. Yes! So, jetzt ist nur noch einer übrig. Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Also wenn es jetzt schief geht, dann habe ich halt komplett verkackt. Ja, nice. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Goodness. So, einmal ganz fix hier rein und speichern. Und jetzt kommen wir nämlich an die Kugel und kriegen direkt das nächste Item. Ich bin gespannt, was wir kriegen. Was schätzen wir denn mal? Also Gravity Suit wäre langsam notwendig. Gravity Suit wäre cool. Um durch die Eisdings da durchzukommen. Dann ist es kein Gravity Suit, dann ist es irgendein Suit, der halt kältebeständig ist oder so. Easy. Space Jump. Wait a moment. Das ist praktisch die Screw Attack, nur halt ohne Screw. Ich komme jetzt überall hin. Oh mein Gott, so schnell nach dem Doppelsprung kommt einfach der Space Jump. Ich kann jetzt, ja, ne, seht ihr, ich kann jetzt überall hin. Ich habe jetzt unendlich viele Sprünge. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, weil wir ja erst den Doppelsprung bekommen haben. Ich dachte so, dass der jetzt halt erstmal eine Zeit lang der relevanteste ist. Aber nee. Wir kriegen einfach direkt den Space Jump hinterher geliefert. Sick. Dann war der Doppelsprung ja praktisch eigentlich gar nichts Besonderes an der Stelle. In dem Moment. Ja, das ist ja sehr geil jetzt. Dann geht es jetzt tatsächlich erst woanders weiter. Weil hier muss ich die Kälte durch die Kältezone kommen. Hier muss ich für weiteres Zeug durch die Kältezone kommen. Ich würde es nur gerne noch hier, da will ich rein. Da habe ich was gesehen. Yo, aber damit habe ich nicht gerechnet, dass man den jetzt bekommt. Weil sprungtechnisch können wir jetzt überall hin. Also sprungtechnisch ist uns jetzt einfach alles offen. Das ist schon geil. Ach so, wie mache ich denn das auf? Ja, das ist natürlich jetzt das Problem.
Ja. Jetzt habe ich getroffen. Kommt dann noch eine? Kommen dann noch mehr so Dinger? Ja, dann vielleicht kann ich es mit der Kugel noch nicht. Ja, okay, da kommen mehr so Dinger. Das ist dann wahrscheinlich eher erst mit Dings zu lösen. Mit, weißt du schon. Mit der Powerbomb. Die dürfte die alle auf einmal zerstören. Okay. Ja, aber krass. Durch den Space Jump ist jetzt wirklich richtig viel möglich. Durch den Space Jump ist jetzt richtig, richtig viel möglich. Uff. Guck mal, hier ist noch was. Da gehen wir gleich rein. Da gehen wir gleich rein. Das ist das Gebiet, wo wir gerade eben erst gekämpft haben. Da haben sie direkt noch was für uns versteckt irgendwo. Ah, ne, ist es gar nicht. Ja, moin. Ist eins drüber? Ah, ne, ist es schon. Ich bin nur falsch. Und laber Scheiße. Alles gut. Oh boy, meine Energie. Ach, geh heim. Komm ran. So. Also hier ist was. Aha. Ah, Powerbomb, scheiße. Okay, alles klar. Dann brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Schön, dass wir drüber geredet haben, ne? Oh shit, da wollte ich nicht rein. Ich will eigentlich jetzt... Ja, genau, ganz schnell zu dem Energieding. Das war nicht, was ich wollte. Das war, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. Das war, was ich wollte. Oh nein, 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 nein. Tu mir nix. Ich will nur schnell hier hoch. Dankeschön. Easy. So, okay. Gut. Denn ich denke, hier drin geht's einfach jetzt nicht weiter. Na, da war ja kein Weg irgendwie nach oben oder sonst wo. Nein, da kann ich... Nein. Mm-mm. Mm-mm. Nee. Mit dem Emmy kann ich aktuell nichts anfangen. Nee. Hier ist auch kein Weg oder so, den ich dadurch mir versperrt habe oder wo ich noch nicht hingekonnt hätte. Aber das macht auch das Fliehen vor den Emmys jetzt so viel einfacher, wenn wir einfach überall hinspringen können. Ich meine, wahrscheinlich können die das dann auch bald. Aber yo. Sehr, sehr geil. Ja, dann haben wir hier, glaube ich, nichts mehr zu tun. Dann können wir die Ebene jetzt eigentlich tatsächlich verlassen, so blöd es klingt. Ich habe hier im Moment nichts zu tun. Ja. Ich habe hier im Moment nichts mehr zu tun. Okay. Verlassen wir die Ebene wieder. Ich muss nur kurz gucken. Ja, hier rum, einfach runter. Einfach runter. Ja, krass. Ah, das andere runter. Richtig krass. Ah, hier komme ich nicht durch. Aber hier geht's weiter runter, ne? Genau. Wait a moment. Ich habe hier keine Verbindung. Ah, shit. Ah, shit. Ich habe da keine wie komme ich jetzt hier raus? Dann muss ich da oben zurück, oder was? Ach. Da war ich ja gerade schon. Ah, scheiße.
Also wieder da hoch, alles klar. Naja, tut jetzt auch nicht sonderlich mehr weh. Also gehen wir halt hier hoch. Ah, ja, moin. Ja, geh einfach. Ganz ehrlich, einfach aus dem Weg gehen. So. Nein! Oh! Junge, wenn du jetzt nochmal daran runtergestürzt wärst, ne? So, ja, geil. Ey, jetzt können wir an so viele Orte. Oh, das ist insane. Das ist insane. Oh, shit. Space Jump ist wirklich so ein Wendepunkt. Space Jump ist immer so ein Wendepunkt. Das ist so das Item mit halt. Weil alles, was du vorher an Item-Möglichkeiten hattest, zum Beispiel die hier, ne? Grapple Beam und so weiter. Brauchst jetzt ja nicht mehr. Du musst dich nicht mehr über Wände hangeln oder sonst was. Du kannst jetzt einfach überall hin. Volle Bewegungsfreiheit mit diesem Item. Das ist so geil. Ich hätte nicht gedacht, dass der so bald kommt. Weil jetzt müssen sie ja wirklich Sachen so bauen, dass selbst der Spacesuit nicht sofort als Problem löst. Der Space Jump. Aber das ist so. Also ich kann es nur immer wieder sagen, das ist einfach nur geil. So, okay. Jetzt ist wieder alles voll. Ich wüsste doch gar nicht, ob man die Dinger zerstören kann, weil die halt jetzt echt einfach im Weg sind und das finde ich kacke. Aber scheinbar ja nicht, ne? Guck mal, da unten sind nämlich so Türen. Oh, da muss ich rein, da muss ich rein, da muss ich rein. Ach, scheiße. Screw Attack. Jetzt können wir zum Beispiel hier mal weiter. Ja, einfach mal da hoch. Da kommen wir jetzt ja hin. Geh mal da doch mal hin, würde ich sagen. Ist auch im Moment der einzige Weg, wo ich längs kann. Ja. Ah, da komme ich noch nicht rein. Ja, stabil. Okay, hat sich erledigt. Muss ich jetzt den Weg wieder zurück? Nee, oder? Das meine ich aber. Der Doppelsalto war jetzt echt lange Zeit. Gar nicht. Also, so lange wurde der jetzt... Ah, nee, hier kann ich... Nee, hä? Gibt es keinen schnellen Rückweg, muss ich jetzt echt... Oh mein Gott, ich muss einfach 3 Millionen Kilometer laufen. Ja, das ist so geil. Es ist so geil. Ach du, ach... Okay, aber hier werden wir teleportiert. Ist auch in Ordnung. Wohin werden wir denn teleportiert? Ah, nach Burenia. Alles klar. Abflug. Ja, da haben wir noch ganz viel, was nicht aufgedeckt ist. Aber okay. Ja, gut. Dann kommen wir da an die Dinger noch nicht ran. Ist in Ordnung. Aber jetzt komme ich auch nicht mehr zurück. Bin ja runtergefallen. Na gut. Entschuldigung. Blödes Gehuste. So. Ja,
Ja, da waren wir auch noch nie. Also, jein, wir waren also nicht hier direkt, aber ja. Jetzt geht es nämlich hier in den Bereich, weil, oh mein Gott, ich sehe doch schon den nächsten Bosskampf auf uns zu kommen. Oh my goodness. Hier kämen wir jetzt auch rein. Oh Gott, es ist noch so groß. Ich will da jetzt nicht. Oh, shit. Das wäre wär jetzt lieber, dass wir da mal ein bisschen rumgucken. Wie viele haben wir denn hier in der Ebene von den Dingern? Nein? Ja. Eins. Wie weit ist denn das von hier weg? Ah, da komme ich recht fix hin. Ach, jetzt sind das die Gegner hier auch alle X geworden. Oh nein. Hier haben wir den Flash-Shift bekommen. Ja, moin. Aber jetzt, ja. Jetzt kann ich mich halt trotzdem recht schnell fortbewegen. Also, das ist jetzt schon okay. Das ist jetzt schon okay. Wir gucken einmal ganz schnell, ob wir bei der Box was erreichen können. Okay, die Gegner sind nicht sehr stärker geworden, zum Glück. Jetzt muss ich nicht mal mehr an den Dingern fahren, das meine ich. Alles, was vorher notwendig war zum Fortbewegen, hat sich durch den Space Jump komplett erledigt. Alles hat sich einfach komplett erledigt. Nur halt, dass ich noch nicht den Gravity Suit habe und deswegen geht es unter Wasser noch nicht so gut. Aber ansonsten hat sich alles... Oh, kommen wir da ran? Ah, haben wir schon. Okay, never mind. Aber ansonsten hat sich alles einfach erledigt. Nichts davon brauche ich noch. Alter! Ah, ich wollte schon... Noch ein Teleport! Jo, wohin geht der denn? Hä, zurück nach Ferenia? Say what? Ach, ist das jetzt? Komme ich so in das untere Gebiet wieder rein von Ferenia? Entschuldigung, ey, das Guste tut mir echt leid. Ja! Jetzt komme ich da. Oh, aber das wird. Oh, das wird sehr schnell ins Kalte gehen und dann ist es vorbei. Ah, das wird nicht gut gehen. Ah, ich komme mal an. Neue Missiles. Moin. Nice. Ah, Powerbombs. Okay, dann komme ich hier gar nicht weiter. Ja, okay, alles klar. Ja, okay, alles klar. Dann war es jetzt nur für Powerbomb. Missiles. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich schon unten in Burenia weitermachen. Okay. Na gut. Na gut, na gut. Ich denke, das nächste Ziel ist der Gravity Suit. Ich denke, der kommt als nächstes. Auch wenn ich jetzt gerade echt gerne in die anderen Gebiete backtracken würde und Items sammeln würde, an die ich jetzt mit dem Space Jump rankomme. Ha! Was machen wir denn jetzt?
Gäbe es hier denn irgendwas, wo ich jetzt rankomme und vorher noch nicht? Ich glaube, so viel ist auch hier gar nicht in Burenia, ne? Bis halt auf die Teile, wo wir noch gar nicht waren. Ah, komme ich da jetzt vielleicht ran? Müsste, oder? Ist der weit von mir weg? Nee, komme ich ran. Okay. Da gehen wir einmal fix hin. Ja, aber ansonsten ist in Burenia gar nicht so viel anderes Zeug. Hier ist noch irgendwo was, aber das ist auch wieder, ne? Ach so, aber kann ich jetzt ja mit meinem Sensor aufdecken. Ja, okay. Die zwei Sachen schauen wir uns erst noch an. Das müsste jetzt eigentlich ja funktionieren. Wo will ich hin? Dahin. Also hoch. Ah, hoch ging's hier. Habe ich den schon rausgezogen? Ja, okay, gut, gut, gut. Falsche Richtung. Alter! Will doch nur da hoch. Geht mir nicht auf die Nerven. Ach, jetzt! Lass doch die Scheiße offen. Bin ich jetzt richtig? Na, hoi! Ah, ich muss so rum. Nur wegen zwei Missiles, ey. Das ist jetzt auch wieder albern. Ah, jetzt laden wir uns erstmal auf. Jawohl, gute Idee. Sehr gute Idee. Zack. So. Jetzt einfach gerade rüber, dann haben wir's. Jawohl, da unten wollen wir rein. Ach komm. Das gilt noch als Wasser, ne? Ah, ist das frech. Na, das darf ich noch nicht. Ach, ist das scheiße. Na gut. Na gut. Dann sehe ich das halt ein jetzt. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann war dieser Umweg jetzt leider komplett umsonst. Aber ich denke, man läuft es trotzdem schnell ab jetzt durch die ganzen hier Geschichten, die wir haben. Ich denke, dadurch kommt man trotzdem recht schnell von A nach B. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, wir sind schon gleich wieder unten, lol.
Ja, also seht ihr das, wie schnell man da ist? Einfach, das geht voll klar. So, und hier irgendwo ist jetzt was versteckt. Aha. Lass mich raten, Powerbombs. Ach, der Speedkack. Ja, da muss ich unten Anlauf nehmen. Gut, kann ich ohne Powersuit. Dings Gravity noch nicht. Okay, alle Zeichen stehen auf. Gravity Suit holen. Damit das im Wasser auch funktioniert. Ist ja schon gut. Machen wir ja. So. Da oben ist die... moin. Den haben wir ja damals schon öfter gesehen, ne? Und da war aber klar, wir kommen noch nicht hin. Jetzt sind wir ja dadurch hergekommen. Also gut. Ist okay, Spiel ist okay. Wir gehen ja hier lang. Wir gehen nicht hier lang. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass das da gar nicht weitergeht. Ja, das ist ja auch stabil. Scheiße. Dann wahrscheinlich die Tür. Okay, dann ist es die Tür hier. Ja gut, da bin ich ja trotzdem auch fast richtig. Nein, das ist von der Seite. Super. Nein, 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 nein. Ja. Ja, aber jetzt. Wahrscheinlich von da drüben oder was? Ja, das könnte sogar hinhauen. Oh je. Okay. Ja, von da aus ist es höher. Das könnte funktionieren. So, bevor mir hier irgendeiner von den Viechern auf den Sack geht, ganz schnell weg mit dem ganzen Müll. Und los geht's. Ja, yes, nice. Okay, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier waren wir noch nicht. Aber erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.